willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Obertalbach Alte Zeiten Map. Hier ist wieder Fabi. Und wir machen jetzt hier auf diesem Feld ein Vorgewende, eine Bahn, damit der Mähdrescher sich leichter tut, wenn er hier wenden soll an der Straße. So. Hier eine Bahn Vorgewende. Müssten wir oben eigentlich auch machen. Normalerweise, weil oben ist es bei dem Feld auch ziemlich eng. Der hat auch eine ganz tolle Animation hier am Schneidwerk, am Einzug. Dieser Glass Dominator. Und der Roggen zieht meine Frames gerade total in den Keller. Wenn man hier zwei solche riesen Roggenfelder hat. Das mag mein Rechner gar nicht. Vor allem, wenn nebenbei noch die Aufnahme läuft. Jawohl, hier hätte es fast reichen können zum Wenden. Lass das Schneidwerk ab. So. Wir machen trotzdem noch das eine Vorgewinde hier. So. Und den Rest kann jetzt der Helfer machen. Wir waren ja hier beim Stroh-Einfahren eigentlich stehen geblieben. Dank dem Inspektor-Mod sehen wir ja dann auch, wann der Mähdrescher voll ist, wann wir da zum Abtanken rüber müssen. Theoretisch bräuchten wir noch einen Traktor, der sich um die Sämaschine kümmert. Weil dann könnten wir jetzt schon mal wieder anfangen mit Säen. Ich glaube, das sollten wir jetzt zuerst noch machen, bevor wir irgendwas anderes tun. Was nehmen wir denn da? Ich habe mir nämlich inzwischen auch die Add-ons gekauft. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Dieses zweite offizielle Add-on mit dem Lindner Unitruck hier. Der ist ganz putzig, denn wenn wir aber später mal einsetzen, dann hier habe ich ja eh das Titanium-Add-on. Das hatte ich ja schon die ganze Zeit. Aber es reicht nicht für so einen Ursus. Also müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie einen Mod finden, der noch günstiger ist als so ein Ursus. Und der es auch schafft, unsere Sämaschine zu ziehen. Das ist ja das Wichtigste, weil wir haben ja eine relativ große Sämaschine. So ein International, so ein Alter. Hm. Die Idee ist noch nicht mal so dumm. Vielleicht so ein Deutz. Nee. Ein Lanz ist zu klein. Für das, was ich vorhab. Den habe ich noch nicht mal ausprobiert. Die sind zu teuer. Das ist, glaube ich, more realistic. Das ist aber auch zu teuer für das, was wir zur Verfügung haben. So ein Steier. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir nehmen den Steier, weil es der einzige ist, den wir uns leisten können.
Hier ist der Mähdrescher am Werk. Da steht er. Der müsste eigentlich ausreichend sein für unsere Sämaschine. Das ist halt ein ganz putziges kleines Fahrzeug. Ich glaube, der geht auch nur 30 oder irgendwas. Höchstgeschwindigkeit. Ja. Mehr als 30 ist nicht drin. Aber das reicht ja für so ein älteres Modell. Ich glaube, Arbeitslicht hat er aber. Nee, hat er nicht. Oder? Autotraktor. Ah ja, Arbeitslicht hat er. Auf Taste 5 hat er ein Arbeitslicht. Und hat seinen normalen Frontscheinwerfer. Jetzt kommt der Moment, ob dieser Traktor für diese Sämaschine ausreichend ist. Denn dann könnten wir hier wieder schon mal neu säen. Ich glaube, es geht einigermaßen. Ja, es geht. Er lässt sich lenken. Mehr oder weniger. Klapp mal die Sämaschine auf. Ach, hier steht noch der Schneidewerkswagen in der Gegend rum. So, der Mähdrescher ist auch gleich voll. Dann müssen wir jetzt hier mal den Helfer anwerfen. Dass der gleich mal wieder Roggen sät. Zum Glück haben wir eine Direktsaat-Sämaschine. Die direkt ins in die Stoppel säen kann. Das ist ganz cool. Da sparen wir uns den Arbeitsgang grubbern. Steht der Mähdrescher. Nee, er steht noch nicht, er fährt noch. Aber auslernen müssen wir ihn trotzdem mal. Denn er wird jetzt gleich anhalten. Genau jetzt. Die Klimaanlage läuft auf angenehm 22 Grad. Immer gut. So, jetzt müssen wir uns hier mal wieder ein bisschen nach unten setzen. So, die Ausrichtung passt. Das ist halt das Blöde am Landwirtschaftssimulator, wie jetzt hier das Korn durch die Kabine fliegt. So, jetzt machen wir den hier mal leer. Dann muss ich auch, glaube ich, mal zum Ausleeren fahren mit dem hier. Wir haben uns immer noch keinen Kercher gekauft, um die mal abzuspritzen. Denn die sind inzwischen doch ziemlich dreckig geworden, die Maschinen. Ja gut, wir arbeiten ja auch ununterbrochen auf unserem Hof. Komm, voll. Den Mähdrescher haben wir nicht mal ganz leer gekriegt. Aber egal. Oh, fährt sich gerade irgendwie ein bisschen komisch. Ich möchte jetzt halt doch schnell ein bisschen Kohle verdienen, deswegen setze ich jetzt nochmal alles auf Roggen, wenn hier die Nachfrage kommt. Beziehungsweise Roggen. Eigentlich wäre vielleicht Gerste auch schlau. Okay, wir machen die anderen Felder mit Gerste. Weil für... Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Ich habe mich verfahren. Ich wollte doch den Hänger ausleeren. Und das ist ja hier vorne. Am Lager. Ich bin mit Vollkaracho dran vorbeigeheizt, weil ich schon wieder irgendwas erklären wollte. Und
Dabei war ich so verpeilt, dass ich schon wieder versaut habe. Also einmal ausleeren die Kiste. Wir kippen es halt ein bisschen daneben, aber das macht ja nichts. So, jetzt fahren wir endlich mal unser Heu noch ein. Ich rede schon wieder Quatsch, wir fahren kein Heu ein, wir fahren Stroh ein. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber im Sprachgebrauch schleift sich's halt ein. Obwohl es halt wirklich ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, ob ich jetzt sage, wir fahren Stroh ein oder wir fahren Heu ein. Denn Stroh ist halt das, was übrig bleibt, wenn man Getreide drischt. Und Heu ist halt das, wenn ich Gras mähe, trockne und das dann einfahre. Das ist dann nämlich Heu. Ja, und ich bin echt am überlegen, ob ich den More Realistic Mod bei mir drin lasse. Denn das ist irgendwie. Oder ich muss mir mal die Dateien angucken von dem Mod. Denn das ist mir irgendwie zu pervers, was da jetzt Saatgut und Dünger kosten. Ich meine, einmal die Spritze da auffüllen. Kostet ja fast 30.000 Euro. Das ist ja total abnormal. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Aber ansonsten ist ja der Mod eigentlich ganz cool, was er halt bewirkt am Spiel. Ich hoffe immer noch, dass sowas ab dem 15er dann direkt integriert wird. Wir fahren erstmal die Vorgewinde ein, würde ich sagen. So auf die Schnelle. Ja, ja, ich werde schon nicht zu schnell fahren. So, wir fahren jetzt hier mal schnell das Vorgewinde ein. Der ist gleich schon wieder fertig mit dem Acker. Na gut, das geht jetzt doch schneller mit diesem breiteren Schneidwerk. Sind wir doch ein bisschen schneller, was das Dreschen angeht. So, gehen wir wenden hier. Hey, der nimmt echt alles mit auf der einen Fahrt. So, jetzt fahren wir hier das noch ein. Jetzt ist auch der Lärm wieder weg, zum Glück.
So, wir drehen hier mal rum. Wir fangen dann an, hier die einzelnen Schwaden einzufahren. Naja, der Klaas ist voll, oder? Nee, ist er nicht. Und ich baue schon wieder Scheiße, weil ich nebenbei auf den Inspektor gucke. Jetzt bin ich sogar zu doof zum Rückwärtsfahren. Das ist irgendwie bezeichnend. So. Also gut, wir sind aber auch wieder bei unserer Viertelstunde Zeit um für diese Folge. Deswegen mache ich hier mal einen kurzen Cut und wir machen dann weiter hier mit dem Dreschen der anderen Felder, die wir noch haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Leute. War schön, dass ihr wieder dabei wart hier beim LS 2013 und ciao, bis zur nächsten Folge, sagt Fabi.